Hallo, liebe Aufwach-Community. Aufwachen, dein Leben wartet mit Leichtigkeit, neue Wege beschreiten. Und heute freue ich mich über eine junge Dame am Bildschirm, über Nina Beste. Hallo, Nina. Hallo Ines, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist und der Aufwach-Community, ja, jetzt deine Informationen gibst, weil ich weiß, du bist im Bereich Meditation, Hypnose und heilende Frequenzen unterwegs. Und gerade in dieser Zeit, und wo wir jetzt sind, ist ja natürlich Heilung, vor allen Dingen die innere Heilung, die Heilung von innen heraus für jeden sehr, sehr wichtig. Vielleicht magst du dich aber erst mal kurz vorstellen und zu dir persönlich was sagen, bevor wir einsteigen. Ja, gerne. Also ich habe angefangen eigentlich mit Meditation aus persönlichen Gründen. Mir ging es als Kind oft nicht so gut. Ich war sehr übergewichtig. Ich habe dann drunter gelitten, quasi ein bisschen Außenseiter zu sein. Ich war oft krank. Mir ging es einfach nicht so gut als Kind oft, körperlich und dann natürlich auch mental. Und meine Mutter hat dann gesagt, ich sollte mal anfangen mit autogenem Training, um einfach ein bisschen runterzukommen, ein bisschen körperbewusster zu werden. Und es hat mir so gut getan, dass ich mehr reingeguckt habe in das ganze Thema. Vom autogenen Training ist ja eine Art Meditation, dann noch weiter in die Meditation reingeguckt habe und gemerkt habe, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso besser geht es mir. Und umso mehr lerne ich auch Menschen kennen, die auch mehr in dieser Spalte sind, sage ich mal, und mit denen ich mich wohler fühle. Und das fällt dann viel alles irgendwie so zusammen, nach und nach. Und dann bin ich natürlich größer geworden, dann ist man Teenager, ne? Und dann geht man feiern und dies und jenes. Und dann habe ich das Ganze so ein bisschen vernachlässigt und dann fing es an, dass es mir wieder nicht so gut ging. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange mal wieder an mit Meditation. Und ich gehe mal wieder zurück, wie es mir früher damit ging, um wieder so eine Ruhe in mein Leben zu bringen. Und habe das natürlich dann durch den Altersunterschied wieder auf einer anderen Ebene erlebt. Und habe dann eigentlich gesagt, okay, das ist was mich jetzt total fasziniert. Ich möchte mehr wissen. Und habe dann angefangen, mich mit alternativen Heilmethoden zu beschäftigen. Ich komme ja aus einer Ärztefamilie. Westliche Medizin waren die eigentlich alle. Und meine Mama hat dann schon gesagt, sie schult sich um auf chinesische, traditionelle chinesische Medizin, weil sie auch bei mir und meinem Bruder als Kindern gesehen hat, dass die westliche Medizin sehr an ihre Grenzen kam. Und dadurch bin ich da noch so ein bisschen auch mit reingerutscht. Und wirklich aus eigener Erfahrung dann, dass ich gesagt habe, natürlich ging es mir erstmal primär um mich. Ich habe damals noch gar nicht dran gedacht, das zum Beruf zu machen, sondern ich habe einfach Wege gesucht, um mein Leben mehr genießen zu können, um gesünder zu sein, um glücklicher zu sein, um nicht traurig zu sein, sage ich mal so. Also Und auch wie die mehr an die Leichtigkeit zu kommen, wie das ja auch das Thema vom Kongress. genau, wie das Thema ist, um einfach das Leben so wie es ist, einfach mal wahrnehmen zu können und nicht immer in Gedanken zu sein, immer irgendwelche ja, negativen Gedanken zu haben, die man auch einfach nicht so loslassen kann, ne? Das ist ja so ein Kreislauf. Und dadurch habe ich mich einfach immer mehr damit beschäftigt, habe dann meine Liebe zur Musik weiter ausgebaut. Ich habe zum Beispiel Schauspiel studiert mit Stimmtraining und bin dann, das habe ich in New York gemacht, dann bin ich nach London gezogen, weil mein Bruder in London gelebt hat zu dem Zeitpunkt und habe dann nochmal Musik an sich studiert und habe dann während meines Studiums da rausgefunden, okay, mit Musik, mit Ton, mit Frequenzen kann man eigentlich viel mehr machen als eine Unterhaltung. Und dann fing das an, dass ich das ganze Thema heilende Frequenzen und was hat Ton und Klang für eine Wirkung auf unseren Körper, auf unser Gehirn. Und dann fing ich damit an. Und habe noch weiter mich ausgebildet in NLP, EFT, also Hypnose, die Klopftechnik und verschiedene Sachen, Yoga zum Beispiel, die ich einfach so faszinierend fand, dass ich immer mehr, immer mehr, immer mehr gelernt habe. Und dann mir gesagt habe, okay, jetzt teile ich das mal mit meinen Mitmenschen und habe dann angefangen mit Bekannten, mit Freunden, wenn die irgendwelche Probleme hatten, zu sagen, du, wenn du willst, kann ich mal das und das bei dir probieren. Und das hat dann immer alles super geholfen. Und irgendwie hat sich das dann
so eingependelt, dass ich dann mal gesagt, eine Meditation für jemand anderen aufgenommen habe. Und dann kam gleich, ja, deine Stimme ist super entspannt. Und dann habe ich so aus, ich weiß gar nicht, wie das anfing. Ich glaube, ich hab online das einfach angeboten, dann für Firmen und andere Coaches und so Meditationen aufzunehmen. Und das kam so gut an, dass ich dann einfach so viel Arbeit hatte, dass ich mir gedacht habe, okay, ich mache jetzt einfach mal so eine Art Showreel und stelle meine Meditation von mir auf YouTube, weil wenn mich jemand fragt, was genau ist das, was machst du, wie hört sich das an, kann ich einfach den Link verschicken. Und dann habe ich gesehen, dass die Meditation auf YouTube super ankam. Und dann wurde mir erst bewusst, auch mit YouTube kann man auch was machen. Ich habe irgendwie nicht vorher drüber nachgedacht. Und so hat sich das alles nach und nach aufgebaut. Und ich bin einfach so mit dem, was kam, mitgegangen, weil sich das immer gut angefühlt hat. Und kann mittlerweile ganz, ganz vielen Menschen Gott sei Dank helfen damit und habe quasi meine lebenslange Suche jetzt und was ich gefunden habe, zu meinem Beruf gemacht und teile das jetzt mit meinen Mitmenschen. Aber das ist total spannend, was du sagst, weil, sag mal, deiner Mutter kannst du dann auch total dankbar sein, ja? Also wenn die aus der westlichen Medizin das auch so erkannt hat, denn oftmals sind ja die Mediziner dann zumindest die meisten ziemlich festgefahren. Ja, und die traditionelle chinesische Medizin, damit habe ich persönlich oder beziehungsweise mein Sohn sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, also da würde ich auch die Hand dafür ins Feuer legen. Und das mit der Stimme, was du sagst, dass die so sympathisch ist. Also das ist, es ist wirklich so. Also die ist so tiefgehend, deine Stimme. Es ist mein Empfinden so. Ich habe dich ja kürzlich auf einem anderen Kongress gesehen und habe dann gedacht, oh, die Dame hätte ich gerne für einen Aufwachkongress, ja. Und danke. Deswegen habe ich dich dann auch angeschrieben. Ja, und dann habe ich mir aber, wo ich dich gesehen habe, auch sofort deine App runtergeladen, Meditation. Und ich finde die, ja, das ist wirklich so tiefgreifend. Und ja, man kann sie erstmal kostenfrei runterladen und erstmal reinhören, ob es einem gut tut oder nicht. Und ich finde das auch so spannend, dass man das so einstellen kann, die Frequenzen mit der Lautstärke und wie man das haben möchte. Und also sich praktisch die Meditation nochmal extra zusammenstellen kann. Also das ist, kenne ich so überhaupt noch nie und das ist wirklich, also für mich total faszinierend. Danke. Ja, also das kam quasi, die Idee kam mir durch YouTube, weil ich halt damit gekriegt habe, dass Leute mich angeschrieben haben oder in den Kommentaren stand, boah, die, diese Meditation gefällt mir gut und ich hätte gern die und die Musik dazu oder die und die Frequenzen dazu, das wäre besser. Oder dass ich, wenn ich für Leute aufgenommen habe, auch teilweise private Meditationen, wenn Leute mich anschreiben und früher hatte ich noch mehr Zeit, da habe ich das noch gemacht, dass ich dann für einfach irgendjemanden, der irgendein Problem hat und gerne da eine spezielle Meditation genau für dieses Thema haben wollte, dass ich die aufgenommen habe und dann immer verschiedene Versionen davon mitgegeben habe. Einmal für den Zustand, einmal für den Zustand, einmal mit der Frequenz, einmal mit der, je nachdem, wie man sich gerade fühlt. Und dadurch habe ich dann einfach irgendwann mal mit meinem Bruder gesprochen und der ist ein Computeringenieur, also der hat seinen Master oder was in London auch gemacht damals und kann mit Computern eigentlich alles, glaube ich, und hat gesagt, ach, so eine App kann ich dir bauen, das ist doch kein Problem, dann können die Leute sich das alles so einstellen, wie sie wollen. Ich dachte, ach. Aha, okay. Ja? So einen Bruder hätte ich auch gerne. Kannst du den klonen? Wir haben uns das ehrlich gesagt alles ein bisschen einfacher vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Er wusste dann doch nicht, wie komplex meine Ideen waren. Und es ist ein Riesenprojekt geworden. Deshalb sage ich, früher hatte ich noch mehr Zeit. Jetzt mittlerweile ist natürlich so, dass die App auch super funktionieren muss. Ne? Und es gibt so viele verschiedene Handys mittlerweile. Android, also von diese Google-Handys, Android-Handys, dass da so viele verschiedene Einstellungen haben und es wirklich, also ein Fulltime-Job ist da dran zu bleiben, dass es bei allen Handys so funktioniert, wie es bei unseren Test-Handys funktioniert. Und ja, aber dadurch haben wir natürlich was kreiert, was den Leuten das gibt, dass sie selber entscheiden können für den Moment, wie sie sich fühlen und wonach ihnen gerade ist. Und ich denke, das ist bei Meditation was ganz, ganz Wichtiges, weil
Es gibt so viele Menschen, die mir schreiben, okay, ich habe vorher die und die App benutzt oder ich habe vorher das und das gehört und ich höre jetzt nur noch deine Meditationen und auch am liebsten in der App, weil man ist ja individuell und von Tag zu Tag fühlt man sich anders. Und Das es ist kann ja sein, dass man jetzt eine Meditation für, sage ich mal, Selbstwert sich anhören möchte und aber das Gefühl hat, heute habe ich keine Energie und ich hätte dann ganz gerne eine Frequenz dazu, die mir ein bisschen Energie gibt, anstatt einer Frequenz, die auch noch für Selbstwert jetzt zum Beispiel hilft. Und das ist einfach das, was mich, ja, was mich so glücklich macht, dass man einfach mit dieser App das genauso machen kann, wie man möchte. Und Ja, geht ja weiter. Du kannst ja auch deine eigene Meditation zusammenstellen, wenn du möchtest. also ich kenne das so überhaupt nicht und ich sage mal, das ist wirklich so ein Spielen, was man wirklich, wo man dann rausfindet, was tut einem gut. Ja? Das ist wie, als ob man auf einem Musikinstrument irgendwie spielt und dann das Perfekte für einen gerade in diesem Moment rauskommt. Also das hat mich wirklich von der ersten Minute an total begeistert, also dass es sowas überhaupt gibt. Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Riesen Projekt hinten dran ist und dass man sich das Gott sei Dank am Anfang leichter vorgestellt hat, weil sonst hättest du das jetzt wahrscheinlich nicht mehr, wenn du gewusst Ja, hättest oder dein Bruder gewusst hätte, was wirklich dahinter steckt. ja, ich glaube, der hat sich schon oft beschwert. Ja, aber das hilft ja jetzt nicht. Also, du kannst ihm sagen, das Endergebnis kann sich super sehen lassen und ja, hat es perfekt gemacht. Werde ich ihm sagen, dann freut er sich. Ja. Ja, du hast so erzählt, also wenn man dir so zuhört, dann könnte man denken, du bist schon total alt, dabei bist du noch so jung, ja, weil du hast schon so viel Erfahrung gesammelt und so viel gemacht, ja, und das eigentlich alles mehr oder weniger hat man das Gefühl richtig gemacht. Du bist, es war bestimmt nicht immer leicht, aber du bist immer in die richtige Richtung gegangen. Ja, also wenn ich auf mein Leben zurückblicke, denke ich, dass ich heute Sachen anders machen würde, weil ich ein anderer Mensch bin als damals, klar. Und mir, du sagst, ich bin noch jung, ich habe viel erreicht, hätte ich nicht so viele Jahre einfach nur vor mich hingelebt und Party gefeiert und so weiter, wäre ich schon viel weiter. Das ist was zum Beispiel, was mir früher so ein bisschen, ja, wo ich mir gedacht habe, ich könnte schon weiter sein und ich bin aber mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass es einfach so ist und dass es halt einfach meine Reise so ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was Meditation einem geben kann, dass man aufhört, an irgendwelchen Dingen sich zu messen, sich mit anderen zu vergleichen, zu sagen, ich müsste jetzt hier, ich müsste jetzt das, dass man einfach dieses Vertrauen zurück ins Leben gewinnt und sagt, es ist so, wie es ist, und so soll es sein. Ich glaube, da hast du jetzt einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, weil das ist so, dieses Vertrauen ins Leben, das haben wir so eigentlich fast alle verloren, ja. Wir sind immer nur noch im Tun. Und ja, wir vergessen zu feiern, wir vergessen zu leben, ja. Und dieses Jahr hat es ja noch nie unbedingt einfacher gemacht. Jetzt merken wir erstmal, wenn uns bewusst was genommen wird, was uns eigentlich wirklich fehlt. Und vielleicht ist diese besondere Zeit auch dazu da, um uns zu sagen, zu zeigen, fangt wieder an zu leben, lebt und vertraut, ja. Und das ist so, ich denke, da kann man, also es hilft mir natürlich nie, dass man meditiert und denkt, naja, morgen habe ich dann ein neues Haus dastehen, in dem ich dann meditiere. Man muss natürlich ins Tun kommen, aber wenn man mit diesem Sein schon mit ist, das finde ich so, ja, man geht gestärkt raus, man hat einen anderen Blick, der Blick ist geschärfter, man sieht was anderes. Ja, das denke ich auch. Also ich denke, das Wichtigste, was was ich Menschen mitgeben würde, ist eigentlich, dass man sich mehr durch Meditation zu sich selber zurückbringt und realisiert, dass die Welt hier eigentlich eine Erfahrung ist. Und wenn man das einmal realisiert, dass man Dinge nicht persönlich nimmt, dass man sich nicht verantwortlich fühlt für was passiert um einen herum, dass man sich nicht angegriffen fühlt dadurch, sondern dass man einfach jede Situation als eine Erfahrung sieht. Und sobald ich das einmal realisiert habe, mir zu sagen, okay, jede Situation, auch wenn sie jetzt nicht angenehm ist, ist eine Erfahrung, aus der ich irgendwas mitnehmen kann. Und das ist am Anfang richtig schwer.
Also das, da braucht man einen Moment, also ich brauchte da eine ganze Weile für, und selbst heutzutage ist es so, dass manche Situationen mich so mitnehmen, gerade ich lebe ja zum Beispiel vegan und setze mich sehr für Tiere ein. Und gerade wenn da Sachen vorfallen, ich bin gerade in Spanien und hier sind auch teilweise Sachen sehr offensichtlich, die man in Deutschland gar nicht so mitkriegt, die zwar auch da passieren, aber die man nicht so mitkriegt und die mich dann auch wütend machen und ich einfach dann in diesem Moment mich zurückholen kann durch alles, was ich gelernt habe und mir sagen kann, okay, ich habe jetzt zwar diese Gefühle, weil das nicht fair ist, aber ich bin nicht für verantwortlich. Ich tue das, was ich tun kann. Und ich tue allen eigentlich nur einen Gefallen damit, wenn ich ruhig bleibe, weil wenn ich mich selber stresse, wer ist der Nächste, den ich dann stresse? Das ist ja so ein Kreislauf, weißt du? Ja, das ist... Und ich glaube, wenn man das einmal so für sich begriffen hat, dann wird es einfacher. Dann wird es einfacher, so mit dem Fluss des Lebens mitzugehen und einfach die Dinge, die passieren, anzusehen als, oh nee, jetzt nicht schon wieder irgendwas, was in meinem Weg ist, sondern okay, wieder eine Erfahrung. Was möchte mir diese Erfahrung zeigen oder wohin lenkt mich das vielleicht gerade? Ja, ich sage immer, wenn es irgendwie geht, dann betrachte das Leben aus einer Adlerperspektive. Ja? Ja. Und wir machen da auch manchmal mit so Rollenspiele mit meinem Sohn, wo wir sagen, okay, das Leben ist ein Spiel, ja, wie ein Schauspiel, und welche Rolle spielen wir denn heute? Und manche Tage geht es super, manche Tage geht es gar nicht. Ja, aber ich glaube, das ist halt einfach das Leben, und wir sind Menschen. Und deswegen können wir uns auch, wie du auch schon gesagt hast, in gewissen Sachen dann nur schwer abgrenzen, weil es uns dann wirklich triggert. Ja? Genau. Und es ist gerade dieses Triggern, ich habe das auch gerade eine E-Mail empfangen von einer Dame gestern, die mich gefragt hatte, ob ich nicht mal eine Einschlafmeditation machen kann, die ihr dabei hilft, die störenden Nachbarn abzuschalten, weil sie sich dann so in eine Rage natürlich selber redet nachts und sauer ist, und dann kann sie natürlich nicht einschlafen. Und da sind wir wieder genau an dem Punkt. Wir reden uns dann selber was ein und es geht eigentlich nur uns schlecht. Den anderen ist das egal. Ja. Die merken es vielleicht gar nicht. Entweder kriegen sie es nicht mit, oder wenn sie es mitkriegen, kann es sein, dass es ihnen egal ist, oder sie werden noch sauer oder was auch immer. Es ist einfach, ich find da die Lehren vom Buddhismus einfach sehr interessant, dass man einfach sagt, ja, wer bin ich in dieser Situation, dass ich darüber richte? Und das ist einfach sehr schwer am Anfang. Aber gerade jetzt kann man das zum Beispiel wunderbar beobachten. In Deutschland, als ich noch da war, habe ich das mitbekommen mit der Maske. Und wenn dann jemand ohne Maske rumläuft in einem Gebiet, wo alle Masken tragen müssen, dass die dumm angeguckt werden oder sogar dumm angemacht werden. Und ohne sich vielleicht mal Gedanken darüber zu machen, wieso diese Person keine Maske anhat, da fühlte sich die Person dann, die Person, die nicht die Maske tragen hat, angegriffen dadurch, dass die andere Person keine Maske trägt. Und es kann ja sein, dass es noch nicht mal eine Person war, die sagt, das ist eh Unsinn. Es kann ja eine Person gewesen sein, die eine Krankheit hat, die diese Maske nicht tragen kann. Und das ist einfach das, glaube ich, was heutzutage fehlt, dieses Nicht-Urteilen. Und einmal geht das in andere und dann geht es auch über uns selbst. Ja. Weil wir sind uns den ganzen Tag nur am Richten über uns. Ja, diese Toleranz ist viel zu gering. Also es gibt eigentlich schon fast keine Toleranz mehr. Es hat jeder seine Wahrheit, ja. Aber trotzdem muss ich ja immer gucken, wie komme ich mit der Wahrheit des anderen irgendwie überein. Also so empfinde ich das. Also genau, ich finde es auch ganz schön einfach, das so anzusehen, wie zum Beispiel mein Bruder und ich, wir arbeiten zusammen an der App, aber wir sind komplett verschiedene Menschen. Also er ist auf der Seite, ich bin auf der Seite, wenn man Seiten nennen kann. Ich bin auch spirituell, er ist nur wissenschaftlich. Dadurch arbeiten wir vielleicht gut zusammen, weil er übernimmt diesen Teil, ich übernehme den anderen Teil, Yin und Yang. Aber die Sache ist auch einfach, wenn er mir mit Sachen kommt, die ich nicht in meiner Realität akzeptieren möchte,
dass ich mir einfach sage, okay, er ist einfach nicht auf meiner Ebene des Bewusstseins. Und das bedeutet jetzt nicht, er ist niedriger, ich höher. Einfach anders. Er ist auf einer anderen Ebene des Bewusstseins und deshalb versteht er das, was ich sage, jetzt vielleicht nicht. Deshalb muss ich nicht sauer werden. Deshalb muss ich nicht muss ich nicht denken, dass er mich mit Absicht irgendwie schlecht behandeln möchte oder dass er mich sauer machen möchte oder irgendwas, sondern einfach sehen, es ist eine andere Ebene. Jeder erlebt dieses Leben ganz individuell. Ja. Das ist halt auch das, weshalb ich die App so gemacht habe, so gestaltet habe. Weil jeder Mensch ist einfach so individuell, dass du nicht sagen kannst, das tut jetzt dem gut und dem auch und dem auch und dem auch und dem auch. Sicherlich gibt es Sachen wie zum Beispiel die Einschlafmeditationen, die ich auf YouTube habe, die vielen, vielen Menschen gut tun, die vielen, vielen gefallen. Und dann gibt es aber auch wieder welche, denen sie nicht gefallen. Und das heißt nicht, dass zum Beispiel, dass meine Meditation nicht gut ist, wenn da welche sie nicht mögen, sondern dass sie einfach auf einer Ebene sind, in der sie dies gerade nicht so empfangen, wie es von mir gedacht war. Genau. Und dann sollen sie sich was anderes anhören. Nicht, weil ich dann beleidigt bin und sage, dann hör dir halt was anderes an, sondern dann sollen sie sich was anderes suchen, was mit ihrer Ebene besser schwingt. Ja, ja, und es gibt ja nicht ein was für alles. Ja, dann wären wir ja alle gleich und dann wäre es ja richtig langweilig. Ja. Aber es ist wirklich wichtig, dass man die Wahrheit, seine eigene Wahrheit hat und auch bei der bleibt und sich sicherlich, wenn es was zu korrigieren gibt, korrigieren lässt, wenn man das für richtig hält. Aber ich glaube, man sollte sich auch nie verbiegen, um bloß jemandem irgendwas recht zu machen, sondern man sollte bei seiner Wahrheit bleiben und aber auch genauso den anderen bei seiner Wahrheit lassen. Ja, und das, gerade jetzt ist es so, man spürt da jetzt so eine Spaltung in der Bevölkerung. Ja. Und es hat jeder seine Wahrheit. Ja, und jeder hat den Grund, warum er die Wahrheit hat. Und der eine sagt, naja, dann denk doch mal in die Richtung und dann habe ich die Chance, vielleicht in die Richtung zu denken, wenn ich das möchte. Und kann dann meine Wahrheit eventuell korrigieren, ja, oder umgedreht, je nachdem. Ja. Und das ist das, was ich glaube, bei uns jetzt fehlt, aber ich habe das Gefühl, es kommt immer wieder mehr rein, diese Toleranz. Ja, ich denke auch. Und es ist auch vielleicht an der Zeit, dass man einfach nicht schwarz und weiß sieht, sondern auch zwischendrin ein bisschen guckt. Weil man kann zum Beispiel in dieser Situation jetzt nur das Schlechte sehen. Man kann aber vielleicht auch einen Wandel sehen, einen persönlichen Wandel erkennen. Und ich denke, es ist einfach im Moment für viele Menschen ganz, ganz schlimm, weil sie einfach alles auch mehr oder weniger verloren haben. Das Leben, wie es war, zum Teil vielleicht ihre Sicherheiten, ihre Berufe. Und das ist einfach eine Situation, da kann man nicht sagen, ja jetzt setze ich mal hin und meditiere eine halbe Stunde und dann wird alles besser. Das ist mir bewusst. Aber man kann durch Meditation und mit Hilfe der Frequenzen, die einen einfach dabei unterstützen, runterzukommen, auch wenn man das möchte, einfach eine andere Seite entdecken in sich und etwas wieder Motivation bekommen, um weiterzumachen und einfach zu sehen, was ich vorher schon gesagt hatte, in dieser Situation, was soll ich damit anfangen? Wie kann ich mich vielleicht ändern? Und nicht dadurch, dass man sich ändern muss, sondern dass es die Gegebenheiten einfach, dass es einfach jetzt so ist, dass man sich aus der Situation her ändern muss. Und Meditation ist einfach was einem dabei dann hilft, das Ganze gelassener zu sehen, das Ganze ruhiger anzugehen, weil man sich mit seinem Geist, mit seinem Körper verbindet. Und allein diese Verbindung aufzubauen, bringt Ruhe in das ganze System. Und es ist einfach die Ruhe, die uns dann wieder klarer denken lässt. Ja. Weil wenn man so gestresst ist oder wenn man Angst hat permanent, wenn man wütend ist, klar denken. Dann ist alles, das läuft alles ab und man weiß nicht, wie man sich entscheiden soll, man weiß nicht, was man machen soll und dadurch ist Meditation der Anfang, würde ich jetzt mal sagen, der Anfang in eine gelassenere Zukunft.
Ja, das stimmt. Ich sag mal, das merkt man dann auch, ich sag mal, deine Kinder haben wir ja erst ein bisschen im Hintergrund gehört. Ja, aber wenn du jetzt nervös geworden wärst, ja, dann strahlst du das automatisch auf deine Kinder aus. Ja, und dann werden sie unruhig. Und dann wird der ganze Tag, der wird dann sehr, sehr anstrengend, weil wir ja nie in dieser Gelassenheit sind. Aber wenn wir selber in dieser Gelassenheit sind, dann strahlen wir das auch aus und dann können wir auch unser Umfeld genau in diese Gelassenheit mitnehmen. Ja, und reagieren wahrscheinlich auf irgendwelche Triggerpunkte anders, wie wenn wir diese Triggerpunkte erhalten hätten, wo wir eh schon auf Brass sind, sozusagen. Ja. Genau. Und als, gerade für alle Eltern, die vielleicht zuhören, sind es eigentlich die Kinder, die meist recht haben. Also es ist, weil wir sehen es aus unserer Erwachsenensicht her, aber die Kinder sehen das Leben so, wie es eigentlich gedacht ist. Es ist gedacht, es zu erkennen, zu erkunden und Spaß zu haben. Und daraus agieren Kinder. Und alles, was wir machen, ist dieses Spirit, diese Lebensenergie runterdrücken. Indem wir sagen, nein, das so nicht und nein, das so nicht und nein, das so nicht. Und eigentlich, was wir machen sollten, vielleicht gerade auch in dieser Zeit, ist einfach uns unseren Kindern mehr anschließen. Quatsch, dem wir sagen, einfach mal mitmachen. Und ich glaube dadurch, weil die Kinder, die sind noch achtsam. Die können das alles noch einfach so. Die brauchen dann noch nicht wie wir dieses ganze, ich muss zur Ruhe kommen und so. Die können das noch so, außer wir haben schon so weit gebracht mit unserer Hektik, dass sie auch nicht mal ruhig sitzen können oder so. Und das ist auch wieder sowas. Das sind alles meiner Meinung nach keine Krankheiten, die man jetzt irgendwie behandeln muss. Das sind einfach Eltern, die zur Ruhe kommen müssen. Ja. Also ich glaube auch so manchmal, die Kinder können dann auch so richtig triggern, weil sie manchmal so die Wahrheit sprechen oder dir so den Spiegel vorhalten, dass du das einfach nicht hören willst. Und das ist so, also mir ist das mit meinem Sohn schon ein paar Mal so gegangen, da habe ich gedacht, oh nee. Also im Prinzip, im Innersten weiß ich, dass er recht hat und fühle mich aber dann durch ihn getriggert. Und das ist jetzt diesen Spagat, den man schaffen muss, weil wer erzieht hier eigentlich wem oder was bedeutet überhaupt Erziehung? An wem ziehe ich denn jetzt? Ja? Ich denke einfach, wenn wir so miteinander im Fluss sind, dann braucht es keine Erziehung mehr, sondern dann läuft es wirklich gerade, weil man dann, ja, wie gesagt, im Fluss ist und weil man mit den Kindern dann gut umgehen kann und mit seinen Mitmenschen gut umgehen kann und damit ergibt sich eigentlich gar kein Potenzial mehr, wo man sich irgendwo genötigt fühlt, irgendjemandem jetzt was zu sagen. Ne? Und ich denke, es ist auch einfach eine Art der Akzeptanz, weil es ist auch nicht schlimm, mal sauer zu sein. Es ist auch nicht schlimm, mal Wut rauszulassen. Das Schlimme ist immer das Richten. Richten über andere oder richten über sich selbst. Ich bin auch manchmal sauer und dann platzt mir der Kragen, weil irgendwas ist. Und dann realisiere ich dann aber, okay, jetzt war ich sauer und das war jetzt so. Ich bin dadurch jetzt kein schlechterer Mensch. Ich bin dadurch jetzt nicht schlechter in meiner Meditationspraxis. Ich bin nicht dies oder das dadurch, sondern ich war einfach mal sauer und fertig. Und das ist einfach das, was ich den Menschen mitgebe. Versucht einfach nicht so hart. Lass einfach mal sein. Dann bist du halt mal sauer. Dann bist du irgendwann auch wieder glücklich. Und dann bist du vielleicht auch mal ängstlich. Und dann, es kommt und geht. Das sind so einfach diese Emotionen kommen und gehen. Und das ist okay so, das ist gut so. Wir sind Menschen, so sind wir getriggert, so sind wir gebaut. Ja. Das gehört einfach auch zu dieser Erfahrung dazu. Und das ist einfach dieses Konstante, diese Stimme im Kopf, die man beobachten sollte. Was sagt die mir? Wenn ich jetzt sauer bin, was sagt die da drin? Was rede ich mir gerade selber ein? Stimmt das jetzt? Stimmt das nicht? Und ist es wichtig? Ist es einfach wichtig? Ist es wichtig, mir jetzt zum Beispiel, wenn ich mich mit meinem Bruder über die App, über irgendwas, wenn wir dann nicht eins zu eins sind, dass ich mir dann hier stundenlang einen Kopf mache, wie kriege ich das jetzt mit ihm oder wie mache ich dies oder wie mache ich das? Sicher mache ich mir dann auch Gedanken, wie können wir auf einen Nenner kommen. Aber ich lasse das dann auch wieder los. Ich überlege mir dann, was können wir machen, überlege mir eine Idee und dann schreibe ich ihm oder ich lasse es los. Oder ich denke, wenn es jetzt nichts wird, dann machen wir irgendwann anders das Thema mal wieder. Im Moment finden wir da keine gleiche Ebene. Hm. Und ich glaube, das ist so die Grundlage, um das Leben gelassener und ausgeglichener zu leben,
einfach mal aufhören, alles kontrollieren zu wollen. Andere kontrollieren zu wollen, sich selbst kontrollieren zu wollen, sich selbst zu sagen, ich muss jetzt dies sein oder das sein, ich muss dies tun, ich muss jenes tun. Auch sich mal erlauben, sich eine halbe Stunde hinzusetzen und zu meditieren. Dadurch hat man auch nicht weniger geleistet am Tag. Ja, naja, mit sich selbst ist man ja immer am allerstrengsten, ja. Und man sieht sich ja immer am allerkritischsten. Und das ist halt, ja, das dürfen wir auch lernen, dass wir uns in erster Linie mehr akzeptieren, uns selbst. Ganz genau. Weil wir sind meiner Meinung nach nicht nur dieser Körper, der auf dieser Welt lebt und dann irgendwann stirbt und fertig, sondern wir sind viel mehr. Wir sind ein Teil dieser ganzen Energie, die das Universum ausmacht. Wir sind da ein Teil von. Und uns einfach als diesen Teil zu betrachten, der auf dieser Welt jetzt diese Erfahrungen erleben darf, dann wird das schon ganz anders. Dann wird man auch achtsamer. Dann erkennt man auch die kleinen Dinge im Leben. Zum Beispiel, wenn ich bei meinem Pferd oben bin und einfach dann mal genieße, einfach den Kopf zu halten und mit dem zu schmusen oder so. Das sind manche Sachen, die wir einfach vielleicht so machen zwischendrin. Oder hier meinen Tee, den ich vorhin getrunken habe, den wir einfach so wegtrinken. Aber wenn wir mal zur Ruhe kommen und ein bisschen achtsamer sind, dass wir auch da drin das Schöne sehen. Zum Beispiel der Geschmack. Und wenn wir dann mal bewusst einen Schluck nehmen, ganz neue Geschmacksrichtungen wahrnehmen und einfach den Moment viel, viel mehr genießen können. Ja, und das den Moment, den man sich gönnt, auch wirklich als Genuss sieht. Also nicht einfach so denken, ich mache mir jetzt mal einen Tee. Ja, okay, ich habe einen Tee, sondern wirklich genießt und sagt, okay, schöne Tasse Tee, so und die Hände halten, wie du das am Anfang gemacht hast. Ich glaube, das war noch im Vorgespräch. Ja, das ist so das Genießen, ja, das ist wirklich so. So leben ja die Buddhisten auch schon seit sehr vielen Jahrzehnten oder was, dass sie einfach so bewusst jeden Moment erleben, dass sie, wenn sie jetzt Wäsche waschen, nicht sagen, oh, jetzt muss ich Wäsche waschen, und sondern einfach das ganz bewusst machen und ganz in diesem Moment sind. Und dadurch sieht man da so eine Ruhe in dieser ganzen, in diesen ganzen Praktiken. Das ist einfach, dann kommt meine kleine Tochter vorbei, dass sie einfach alles gelassen angehen können, weil sie sagen, sie sind jetzt in diesem Moment und sie genießen jetzt diesen Moment. Oder wenn man es nicht genießen kann, dann erleben sie den Moment einfach. Wieder eine Erfahrung. Und dadurch... Ja, diese Ruhe ist bei uns in der westlichen Welt doch ein bisschen verloren gegangen. Wenn ich jetzt aber einsteigen will, ich sag mal, ich kann mir erstmal deine App runterladen, erstmal kostenfrei zum Schnuppern, oder wie gehe ich jetzt am besten vor? Ja, also die App ist an sich kostenfrei. Man kann die auch dauerhaft kostenfrei nutzen. Es gibt halt Inhalt, der freigeschaltet werden kann, wenn man mehr Inhalt möchte. Es gibt aber auch einige Meditationen und Musik, die kostenfrei, dauerhaft kostenfrei sind. Das heißt, wenn einem die reichen, dann kann man die App auch gerne so benutzen. Und wenn man mehr möchte, dann kann man sich ein Abo buchen über Google oder Apple. Das sind die jeweiligen Stores, in denen man runterladen kann, je nachdem, was man für ein Handy hat. Oder wenn man da kein Konto anlegen möchte, kann man mich anschreiben, was auch manche machen, und mich um die Freischaltung via Rechnung oder PayPal bitten. Und dann kann man auf den gesamten Inhalt zugreifen. Was wir gemacht haben, wir haben einen Kurs, den ich kreiert habe vor vielen Jahren, 7 Meditationen heißt der. Der ist dauerhaft kostenfrei. Entweder wenn man sich bei meinem Newsletter anmeldet, kann man den im Computer angucken, auf dem Desktop, oder man kann ihn auch direkt in der App anhören. Er ist aber auch auf Desktop für Leute, die einfach kein Smartphone haben und keins möchten. Und dieser Kurs ist so ein wunderbarer Einstieg in die Meditation. Ich spreche da über 7 Meditationen, die ich sehr wichtig finde und die mir persönlich sehr gut getan haben in meinem Leben, und eine, die ich so ein bisschen selber kreiert habe, die letzte. Und dadurch kann man einfach kennenlernen, welche Meditation passt zu mir, mit welcher möchte ich anfangen, weil es ist nicht einfach nur, ich setze mich jetzt hin und bin still. Das ist zum Beispiel eine buddhistische Meditation, Zazen, das Sitzen einfach, die stelle ich auch vor. Es gibt aber auch andere Meditationen, wie zum Beispiel die Achtsamkeit und dann eine Visualisierung.
Und ich möchte da einfach den Teilnehmern, das, also wie gesagt, kostenfrei der Kurs, einfach den Teilnehmern verschiedene Arten näher bringen, damit sie selber entscheiden können, wie sie darauf weiter aufbauen wollen. Ja, klingt total interessant. Und sie lernen auch die Frequenzen da kennen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir verlinken das einfach unter dem Video, alles unterhalb. Und wer Fragen hat, kann sich ja direkt dann an dich wenden, dass er dich anschreibt. Das ist ja dann irgendwo alles zu finden auf deiner Website, die Kontaktdaten und so weiter. Genau. Ja. Und es ist ganz, was an den Frequenzen halt wirklich auch für Anfänger gut ist oder für Menschen, die einfach Schwierigkeiten haben, mal zur Ruhe zu kommen und still zu sitzen. Wenn man diese Frequenzen, zum Beispiel Binauraltöne, Binaural Beats, sich über Kopfhörer anhört, dann wird eine Frequenz in ein Ohr geleitet und eine andere in das andere Ohr. Und dadurch kreiert das Gehirn automatisch die Frequenz, die wir möchten in dieser Situation. Das bedeutet, dass man je nach Sinneszustand andere Gehirnwellen hat. Also die schwingen anders. Und in der Meditation schwingen sie in speziellen Frequenzen, die einfach beruhigender sind. Und wir können durch diese Frequenzen das Gehirn quasi da reinleiten, ohne dass man das selber können muss. Und das ist einfach auch für Anfänger besonders interessant, weil sie dann viel, viel einfacher sich entspannen können, viel einfacher mal sein lassen können, nicht so viele Gedanken kommen. Und ich habe natürlich auch noch eine Anfängerreise in der App, die man sich auch noch anhören kann. Also es gibt ganz, ganz viel für den Anfang. Und wir erklären das dann auch alles nochmal. Ja. Weil es für jemanden, der es nicht kennt, weiß ich, teilweise ein bisschen viel sein kann. Ja, das ist uns spielen. Und wenn du aber da als Ansprechpartner zur Verfügung stehst, ist das natürlich... Klar, ich bin immer da. Manchmal brauche ich eine Woche oder zwei, auf eine E-Mail zu antworten, weil es im Moment ein bisschen viel ist. Auf YouTube-Kommentare kann ich teilweise sehr, sehr lange nicht antworten. Das tut mir auch leid, aber ich komme einfach im Moment nicht hinterher. Aber wenn was wirklich wichtig ist, am besten eine E-Mail schreiben. Okay. Also dann würde ich einfach sagen, ich verlinke das unterhalb alles, die App, deine Seite, den YouTube-Kanal, und dann kann sich jeder erstmal anschauen und gucken, inwiefern er sich damit helfen lassen kann, helfen lassen möchte. Ja, super, sehr gerne. Also es gibt immer, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Und selbst wenn man das mal probiert hat und gesagt hat, oh nee, das ging gar nicht für mich, es gibt verschiedene Wege. Daher der 7-Meditationen-Kurs. Es gibt verschiedene Wege einzusteigen. Es gibt zum Beispiel auch Affirmationen, positive Affirmationen, die man sich erstmal zum Beispiel nur beim Spazierengehen anhören kann, um wieder ein bisschen negative Glaubenssätze umwandeln zu können in positivere, die einen vielleicht auch dann automatisch ein bisschen zur Ruhe bringen. Also es gibt so viel, was man machen kann, das man sogar machen kann, ohne sich direkt jetzt hinzusetzen und zu meditieren. Man kann auch im Gehen meditieren. Es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Genau. Also ich denke mal, wenn man runterkommt, kann man das in jeder Lebenslage, denke ich. Also einfach so, gerade beim schönen Waldspaziergang oder so eine Meditation dazu anhören. Also ich finde das immer total berührend, weil man sieht ja die Natur auch bewusster wieder. Genau, und ganz genau. Man sieht auf einmal anders und denkt, war ich da letzte Woche erst. Aber sowieso im Wald ist es ja sowieso die ständige Wechsel von den Jahreszeiten, gerade hier bei uns in Deutschland. Da ist es ja extrem, dass man nimmt es immer wieder anders wahr. Ich gehe manchmal so rum die Runde und manchmal so rum und irgendwie sieht das dann immer anders aus. Also das ist schon... Also, und es ist auch Wahnsinn. Ich habe das witzig, gerade gestern auf Instagram habe ich eine Story geteilt, als ich beim Pferd oben war und gesagt, alle, die sich vielleicht ein bisschen erden wollen, das Wurzelchakra springt super an in der Natur. Und das erdet einen natürlich auch gleich und lässt einen ein bisschen runterkommen und lässt einen wieder ein bisschen wohler fühlen auf dieser Erde. Und man glaubt gar nicht, was so ein kurzer Spaziergang, wenn man, das kommt manchen vielleicht ganz blöd vor, dann zu sagen, ach okay, ich gucke mir jetzt mal den Baum an, wie sieht der aus, wie lange ist der vielleicht schon hier, wie fühlt er sich an? Ich fasse mal an. Wie fühlt sich das Blatt an? Wie riecht es hier im Wald? Was kann ich so hören? Und wenn man das nun mal so 5 Minuten oder eine Minute macht, also das wird man später merken, dass sich was verändert hat. Einfach diese kurze Achtsamkeit.
dass man später vielleicht besser schlafen kann oder man gelassener in einer Situation ist oder man sich einfach ruhiger fühlt oder ein bisschen glücklicher fühlt. Das sind so subtile Sachen. Und das sind so einfache Sachen, wie zum Beispiel sich einfach zwischendurch eine Minute hinsetzen und auf die Atmung konzentrieren, was einem auch wieder mehr Energie bringt. Dann, das sind einfach ganz viele simple Sachen. Ja, da gibt es ganz viele Sachen. Ich habe auch eine Sprecherin dabei, wo wir über die Achtsamkeit reden. Mhm. Ja, oder also die hat auch ein Buch darüber geschrieben. Okay. Und eine Freundin von mir, die ist auch mit dabei, die gehört mit zur Aufwach-Community, die habe ich über die Community kennengelernt. Die hat mit mir einen Tag im Wald gemacht. Ja. Also okay. Und genau solche Sachen, wie du jetzt gerade erzählt hast, also wo mir da erzähle ich auch, was das dann mit mir gemacht hat. Also es ist total spannend, wenn man sich mal drauf einlässt. Ja. Sorry, meine Tochter hat da gerade wieder geguckt. Ja, wir haben die Zeit auch ganz schön strapaziert. Ich werde dich jetzt wieder an deine Kinder freilassen. Ja, ich danke dir, liebe Nina, für deinen Beitrag. Und ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es freut mich immer, wenn ich irgendwie was mitgeben konnte, was vielleicht jemanden sich etwas besser fühlen lässt. Ja. Es ist immer so schön, wenn man so Sachen lernt und dann die mit anderen teilen kann und dann sieht, dass es ihnen auch besser geht. Und so, wenn wir das nach und nach, wenn jetzt vielleicht jemand dabei war, der was Neues gehört hat und das dann auch wieder jemandem erzählt und der dann auch wieder jemandem erzählt, und dann können wir einfach diese positive Energie in der Welt nach und nach und jeder Einzelne zählt. Ja, das baut sich auch wie eine Welle und wird immer höher. Ja. Genau. Okay, liebe Nina, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Sehr gerne. Und die Aufwach-Community. Ich sage euch jetzt Tschüss, bis zum nächsten Interview und ich hoffe, Nina hat euch genauso berührt wie mich auch. Hört gerne mal in die App rein und lasst euch von ihrer Stimme verwöhnen und gebt Nina oder mir Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall. Alles Liebe für euch. Ciao, Nina. Ciao. Ciao.